Mein Name ist Alexander Jägemann. Ich bin der verantwortliche Verkaufsleiter für Deutz FAH-Teleskoplader in Deutschland. Ich möchte Ihnen heute die beiden neuen Agrovector-Modelle 37.6 und 37.7 vorstellen. Hiermit hat Deutz FAH seine Produktpalette um zwei weitere Modelle ergänzt. Mit einer Hubhöhe von 6,10 m bzw. 7,30 m und einer maximalen Tragkraft von 3,7 Tonnen. Was ist neu? Ich zeige es Ihnen. Zuerst die neue Z-Kinematik hier vorne am Auslegerkopf, womit wir eine stärkere Aufbrechkraft sowie gleiche Geschwindigkeiten beim Ein- und Auskippen erreichen. Mit dieser neuen Kinematik erhöhen wir den Rotationswinkel auf 150 Grad. Der gesamte zweistufige Ausleger wurde auf dem Agrovector exakt mittig platziert, um eine optimale Lastverteilung zu erreichen, wie zum Beispiel beim Schaufeleinsatz. Beide Modelle, 37.6 und 37.7, kommen mit einem mechanischen Schnellwechsler sowie optional einem hydraulischen für Deutz-FAH-Anbaugeräte sowie die anderer Hersteller. Serienmäßig verbaut sind hochbelastbare Industrieachsen mit einer 45-prozentigen Differentialsperre. Die Haube des Agrovectors ist komplett neu designt und bringt eine bessere Übersicht auf die rechte Seite, insbesondere das rechte Vorderrad. Von unten her ist der Motorraum abgedichtet, dies verhindert, dass Staub und andere Ablagerungen eindringen können. Die beiden Modelle 37.6 und 37.7 werden serienmäßig mit einem 3,6 Liter Deutz Motor mit 102 PS ausgeliefert. Dieser hat einen Dieseloxidationskatalysator, was bedeutet, wir erreichen die Abgasnorm 3B. Optional bieten wir auch einen 123 PS Motor zusammen mit einem 6-Gang-Power-Shift-Getriebe. Ein Hauptvorteil ist die erhöhte Kühlerkapazität zum Schutz der Maschine vor Überhitzung. Der hydraulische Umkehrlüfter wird durch eine Automatik Intervall gesteuert und kann bei Bedarf manuell aktiviert werden, um Staub und Schmutz aus dem Kühler zu blasen. Hier sehen Sie den seitlich verbauten Motor für einen verbesserten Zugriff auf Hauptkomponenten wie Öl, Luft- und Kraftstofffilter bei Wartungsarbeiten. Ein großes Augenmerk wurde auf den Antriebsstrang gelegt. Das PowerShift-Getriebe ist klassenbester in Drehmoment und Geschwindigkeit. Wir haben hier eine leistungsstarke 150 Liter Load Sensing Pumpe mit extrem schnellen Ansprechzeiten für gleichzeitige Bedienung der Hebe- und Ausfahrfunktion mit dem Joystick. Hier auf der Rückseite sind einmal der Hydrauliköltank mit 90 Litern verbaut, sowie der Dieseltank mit 150 Litern. Beide sind aus Kunststoff, um Korrosion auszuschließen. Wir bieten eine breite Reifenpalette an von 400 bis 500 mm. Im Standard mit Agrarprofil und optional mit einem Bauprofil für den Einsatz auf festem Untergrund. Der Agrovector kann mit verschiedenen Zugvorrichtungen ausgestattet werden, vom einfachen Zugmaul bis hin zur automatischen Kupplung für den Anhängerbetrieb im Straßenverkehr. Der Wärmetauscher der leistungsfähigen Klimaanlage wurde neu positioniert, hier oben am Kabinendach, wo wir mittels drei Ventilatoren kühle Luft von unten ansaugen und die warme Luft nach oben ausstoßen. Ein Vorteil ist, dass wir somit eine weitere Wärmequelle aus dem Motorraum entfernt haben. In der neuen Kabine wurde viel Wert auf Komfort gelegt. Einfacher Einstieg mit einem Schritt. Die Fahrtrichtung und Gangauswahl wurden von der linken Seite hier am Lenkrad mit in den Joystick integriert. Dies erhöht die Sicherheit vor versehentlicher Betätigung und bringt mit sich ein besseres Handling. Bei Betätigung dieses Schalters wird das Getriebe entkoppelt, sobald ich auf die Bremse drücke. Der Dauerfluss für die Zusatzhydraulik wird in der Armlehne aktiviert und kann dann noch einmal per Pfeildruck im Bedienfeld dosiert werden. Der Agrovector hat eine Mastdämpfung. Diese wird hier per Knopfdruck aktiviert und schaltet sich dann ab 5 km/h in jedem beliebigen Winkel des Auslegers automatisch zu. Mit diesem Schalter kann ich den intervallgesteuerten Umkehrlüfter noch einmal manuell aktivieren. Ein bequemer Luftsitz gehört zur Standardausstattung. Zusammenfassend ist die neue Agrovector-Serie von Deutz FAH eine rundum gelungene Arbeitsmaschine. Viel Wert wurde auf funktionelles Design, Komfort in der Anwendung und Effizienz in Ihrem Arbeitsalltag gelegt. Ich hoffe, Ihnen hat der kleine Rundgang mit mir gefallen. Weitere Informationen hält Ihr örtlicher Deutz-Fahrhändler für Sie bereit. Besuchen Sie uns auch unter www.deutz-fahr.com.